Oder stürzt ab, das ist auch in Ordnung. Völlig scheißegal, komm. Die Effizienz von der Mine, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Das Ding ist einfach durchgeflogen, das war's mit der Mine. Wunderschön. Hier kann ich hoch. Fick dich! Fick dich noch mehr! Geht bitte sterben. Ich bin so überhaupt nicht beeindruckt von diesen scheiß Minen. So, war das mal eine Mine? Inklusive Feind. Schön. Hey, ihr lebt ja noch. Ich hab den Feind so fast überhaupt nicht bekämpft und Moment. Ich hab hier irgendwie Dreck unter der Maus. Ich muss die Maus mal wieder abflexen unten dran. Ordentlich wieder Flex drüber und ja. Hab ich gespeichert überhaupt? Jetzt habe ich's. Oh nee, oder? Leck mich. Kommst du jetzt raus? Sag mir, dass du rauskommst. Zwing mich nicht da reinzukommen. Bitte zwing mich wirklich nicht dazu. Ich will da nicht rein. Kommt nicht. Es kommt raus, es kommt raus. Ich hau ab. Haltet es auf. Ihr seid so nutzlos, wisst ihr das? Nein, das ist noch definitiv noch nicht tot. Ich wünsche es hier einen Zielsuchende Raketen. Oh, fick dich doch. Tschüss. Ne, dann mal. Ich bin davon ausgegangen, dass es jetzt abstürzt. Wirklich, die Minen sind so praktisch, man kann es gar nicht in Worte fassen. Etwas so praktisch wie die zielsuchenden Raketen. Und die sind so gar nicht praktisch. Ah, fick dich! Geh doch einfach sterben! Ach komm, diese Scheiße, so eine Drecksscheiße. Schissene Scheiße, Drecksscheiße. Und den Feedback, den mir Dämon versprochen hat, habt ihr noch nicht bekommen. Toll. Oh, ist nur noch einer da. Toll. Was mit dem anderen passiert, ist wahrscheinlich vom anderen abgeknallt worden. Naja. Ist stark davon auszugehen. Munition. Schutzschild. Ich glaube, das hat meine Mine jetzt auch gekillt, oder? Vorne ist auch. Nein, nicht einmal. Ich bin fast schon beeindruckt. Wo hast du jetzt hingeschossen? Die Frage hat sich gerade erledigt. Ach komm. Ich bin nicht genervt. Und der erste, was anders schreibt, wird geblockt. Dämon, du bist geblockt. Einen Laser. Hey, vielleicht kann ich hier dann raus und zu meiner Mine locken. Zu meiner Goldmine! Die Blei fördert. Wow. Hey, es fängt an zu schießen.
Wow, ich wäre längst tot. Ich wäre längst zweimal tot. Dreimal. Aber den Gegner scheint er so gar nicht zu beeindrucken. Sehr gut zu wissen. Also, Minen sind scheiße. Das wundert mich jetzt irgendwie gar nicht. Warum wohl nicht? Wow, 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 ganz ruhig, Kumpel, ganz ruhig. Wäre schön, wenn du jetzt mal sterben würdest. Sterben. Weißt schon, das Gegenteil von Leben. Gegenteil von dem, was du gerade tust. Ich kann ja auch noch eine Muck vorbeischicken. Also so ungefähr, grob in deine Richtung fliegt die dann. Was? Ich... Och, fick dich! Wie treffen die mich immer? Hey, guck mal, wir sind wieder hier. Hey, freut euch, freut euch, freut euch, freut euch! Ah! Mann, 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 Mann. Oh, guck mal, irgendeine scheiß Rakete, die wieder nichts bringt. Ich freue mich so. Glaubst du gar nicht Titan? Ah, fuck! Warum bist du nicht mit in die Luft geflogen? Ach nein, das ist bloß eine Bombe. So viele Gegner können doch da nicht mehr kommen. Nein, 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 geh weg, geh weg. Ach, geh doch weg, habe ich gesagt. Stürz doch ab, habe ich gesagt. Oder stürz nicht ab, stürz ab! Mann. So, wie kriege ich das Ding jetzt wieder klein? Ah, ich sehe es ja nicht mal richtig. Nein! Mann. Toll, wie kriege ich das da jetzt raus und tot? Wow, Raketenmine! Ach, fick dich! Ich sag ja, Minen sind scheiße. Deswegen bauen nutzt man sie normal auch gar nicht. Wow, Raketenmine. Pulsar. Ah, ich wusste es. Komm schon, lad schneller. Lädt viel zu langsam. Wow, Raketenmine. Achte auf die Panzerung, Alter. Soll ich denn auf die Panzerung achten? Mock, du hast ein Laser. Pyro, du hast ein Pyro. Ja, Pyro? Wieso sagt mir das keiner? Glaub gar nicht, was eben passiert ist. Nichts! Wo ist es? Was hat mir das niemand gesagt, dass ich einen Flammenwerfer habe? Dumm. Ich brauche 5 Bombenteile. Warum weiß ich auch nicht, aber ich brauche sie halt. Ist halt so, ne? Hinterfragt das Spiel nicht. So, wenn ich jetzt... Pulsar. Pulsadern schneide ich mir jetzt auf. Denn das ist eine tolle Idee und macht ganz doll viel Spaß. So, wenn ich die wegzähle, die ich ausgelassen habe vorhin, und dann die, wo in den Secrets irgendwo sind, muss doch jetzt bald mal vorbei sein. Hallo?
Hallo. Mir fehlt noch ein Bomben, nicht ernsthaft, ne, oder? Also ich muss den ganz verkackten Weg jetzt nochmal zurückfliegen und schauen, wo der letzte Bombenteil-Dingsbums ist. Nee, noch nee. Hallo. Och, ihr verarscht mich doch jetzt, oder? Wo habe ich das denn jetzt liegen gelassen? Was ich? Ach, scheiß drauf. Das heißt, irgendwo liegt noch eine Bombe rum und ich weiß nicht wo. Oh. Was so schön war, den ganzen Weg nochmal zurück. Was ist da denn noch so drin? Hier vielleicht. Habe ich hier eine Bombe übersehen? Nein. Oh, ich dachte, ich hätte schon alle. Oh. Ich habe ein Geheimnis entdeckt. Bin ich gut oder was? So, what mal war da? Nein, da war nicht. Gut, dann gehe ich hier mal rein. Ah! Ach, fick dich. Was ist hier jetzt hin? Ist da hinten noch irgendeine Bombe? Nö. Ach, das war das Vieh, wo ich dann einfach da hinten stehen habe lassen. Lassen hab stehen. Also hier auch keine Bombe. So, wo war ich jetzt noch nicht? Keine Ahnung. Da komme ich her, da bin ich hin und so weiter. Gut, dann einen Moment. Hier gab es noch einen Durchgang. Ich glaube, da war ich jetzt noch nicht drin, oder? Nein, da war ich schon drin. Dann vielleicht da, wo die Mine rumschwebt. War ich da vielleicht noch nicht drin? Ja, die Tatsache, dass der Schalter schon gedrückt ist und hier nichts ist, würde ich sagen, ich war hier schon drin. Schön, ich spiele seit 71 Minuten, wenn ich das richtig lese, da unten. Nein, kann gar nicht sein. Ich spiele schon deutlich. Ach nein, das nimmt ja bloß die Zeit auf, wo ich Spiel habe und nicht, wo ich lade. Ah, mal einen Schluck trinken. Hm, war da vielleicht noch eine Bombe? Nein, nein. Mann, bist du hässlich. Nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 auch nicht, nein, nein, hier auch nicht, nein, nein. Wow, Raketenmine. Machen wir auf hier, ja, ja. Giftungssequenz, bla, bla. Ist hier vielleicht noch eine Bombe drin? Nein, hier ist auch nichts. Oh. Gut, dass das Level nicht sonderlich groß ist, da ist es bestimmt ein Kinderspiel, wieder zurückzufliegen und... Jetzt soll ich nicht die ganze Zeit daneben schießen, dann wird es vielleicht auch was mit dem kaputt machen. Es ist ja da drin, meine Bombe. Alter, wie viel hält denn das Ding noch aus? Toll. Na, wenigstens war es ja nicht weit weg. So ist es auch scheiße, einfach den Gegnern die Bomben zu verstecken. Das macht man nicht. So, wenn jetzt noch ein Endboss kommt, dann schrei ich. Dann nehme ich das Spiel und schlag's durch die Wand. Ohne die Wand dabei kaputt zu machen. No.
Ausgangs... Was? Hä? Wie jetzt? Was? Warum? Wieso? Weshalb? Was muss ich jetzt tun? Ah, okay. Ich muss einfach nur da drauf schießen. Ach, endlich. 0 Kristalls. Ja, ja. Das interessiert mich schon lange nicht mehr. 9 Golden Bars. 1 Secret found out of 3. Ich habe ein Secret gefunden. Keine Ahnung, was das gewesen sein soll. Tempel. Dingsbums. Quit Domain Menü. Ey, ich bin durch. Oh, die letzten drei. Sie haben einen Tempel einer längst vergessenen Zivilisation gefunden, deren Lebensweise ist geheimnisumwittert, ebenso wie ihre ungewöhnlichen Bräuche. Gerüchten zufolge können diese alle Tempel sagenhafte Reichtümer oder aber ewige Verdammnis bergen. Also, warum suche ich den Tempel jetzt nochmal, wenn ich sowieso endlose Reichtümer habe und das Spiel erstmal crasht? Weil es scheiße ist, weil es scheiße ist, weil es scheiße ist. Halt, hier wollen wir hinklicken. So. Suchen Sie den zentralen. Was? Betreten Sie den. Was? Den Kristall aktivieren Sie wieder. Betreten Sie dann in Ihrem Tempel, vernichten Sie den Avatare. Sie gelungen ist, kennen Sie hier zu. Ja. Schön, dass wir mal drüber geredet haben. Ich glaube, ich muss hierher zurückkehren. Das war das Einzige, was ich noch lesen konnte. Aber wir könnten jetzt mal ein was machen. Boah, 203. Och, fick dich. Muss ich vor einer alten Feuergrube in Acht. Ah, geht doch. Ah, ist ja noch einer. Ich habe wieder mein ganzes Schild verloren. Toll. Fängt ja super an. Und tschüss. Nicht einmal. Bei näherer Überlegung, Alter, ich muss hier da runter. Ich fliege ich immer hier links. Ich habe gerade kein Nitro, mit dem ich das Ganze beschleunigen könnte. Ich glaube nicht, dass ich so an den Laser komme. War es kein Laser. Ach ja. Leck mich doch. Kann ich sie. Soll ich die ohne Waffen töten? Gut, ich habe Waffen, aber diesen Schrott. Passiert, wenn ich das Ding einfach hole. Okay. Ich gehe dann einfach mal laden. Und tschüss. Nicht im. Was zur Hölle? Ich krieg schon noch dazu, dass es abstürzt, keine Sorge. Ey, hier ist es gerade nur einer, wo ist der zweite? Ah, der spawnt einfach mal so. Ach so, na dann. Gut, dass ich so ein guter Flieger bin, so viel Platz zum Ausweichen habe. Was? Noch einer? Hammer, geht's noch? Ich habe Laser Level 1, ihr Spastis. Gib doch erstmal einen höheren Laser Level. Ah, fick dich. Okay, dann warten wir jetzt eben ganz lange ab und spielen ganz langsam und... Ich hoffe es ja nicht, Alter. Ich hab gehofft, es würden weniger Gegner werden, aber nö, ist wohl nicht. Ja, und schießt die ganze Zeit ab, schon recht. So, wann spawnt der dritte? Ach, jetzt, okay. Ja, ja, ja. So, im... Na. Wow, jetzt sind wir schon weit gekommen in den bald 3 Minuten, die ich jetzt schon im Level hocke. Also es wären 3 Minuten, hätte ich nicht die ganze Zeit geladen. Was auf Total Mayhem absolut notwendig ist.
Außer natürlich dem. Und der macht demnächst ein No-Death Forsaken-Run. Auf Total Mayhem. Stirbt nicht einmal und spielt jedes Level hintereinander durch, ohne zwischendurch zu unterbrechen. Und holt sie alle Secrets. Hat er mir schon gesagt, also macht er, das ist gar kein Ding, hat er gemeint. Kinderspiel. Das ist total einfach. Gleichzeitig spiele noch Banjo nebenbei. Mit einer Hand, mit der anderen Hand spielt er. Ist überhaupt kein Ding, hat er gemeint. Warum kann die Tür nicht aufgeschlossen werden? Ich kann es gerade nicht lesen, weil ich bin beschäftigt. Womit denn? Damit nicht zu sterben. Spasti. Komm schon, komm schon. Ist er tot? Ist er... Er ist nicht tot. Der tut nicht mehr so, als ob er tot wäre. Hey, ich habe schon einen Gegner getötet. Kniet nieder vor ihm. Gott. Ha, das war Nummer 2. Da habe ich schon fast 100stel aller Gegner getötet. Ich bin so gut und dafür habe ich nur, weiß ich, 5 Minuten gebraucht. Das ist ja Wahnsinn, wie gut ich bin. Den Laser, ne? Den kannst du behalten. Bewegt er sich oder bilde ich mir das nur ein? So ganz langsam? Nein. Sesam, geh doch mal auf. Ich habe da irgendwas mit den Avataren gelesen. Das macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen. Warum läuft es nicht einfach offen? Das wäre die beste Lösung für uns beide. Aber ich sehe schon, wir werden keine Freunde. Zielerfassung. Woher denn bitte? Oh, fick dich so ins Knie! Dann geh halt nicht auf, wenn ich dich berühre. Lass uns doch verschiedene Arten von Türen einbauen. Einmal die, die nicht aufgehen, wenn man sie berührt, und einmal die, die aufgehen, wenn man sie berührt. Auf jeden Fall müssen sie sich wieder schließen, um den Spieler richtig zu nerven. Spieler lieben nämlich sich immer wieder schließende Türen. Sie nerven. Jeder Spieler! Was ist denn da drin? Yeah, baby. Yeah, Zielerfassung. Ach, fick dich.